Willkommen zur dritten Episode Informationsströme. Was sind Informationsströme? Das Internet produziert oder die Menschen im Internet produzieren sehr viele Informationen täglich, stündlich, minütlich. Und es ist eigentlich nicht mehr möglich, alle Informationen selbst zu einem bestimmten Thema immer mitzuverfolgen und zu lesen, weil man ja auch ab und an andere Dinge zu tun hat, als auf seine Informationen im Internet zu schauen. Deswegen gibt es heutzutage eine neue Metapher des Internets. Man sieht das nicht mehr so ganz als ein reines Netz an, sondern gerade bei den aktuellen Informationen eher als einen Strom. Und da gibt es das Bild, dass man an dem Ufer dieses Stromes sitzt und nach Informationen fischt, immer je nachdem, was man gerade an Interesse hat. Und dass, wenn man dann weggeht, um irgendwas anderes zu machen, und nicht sucht, da fließt ja ganz viel Information auch zu diesem Suchbegriff vielleicht an einem vorbei. Man bekommt davon nichts mit, aber das sollten Sie nicht beunruhigen, sondern man sagt dann: Okay, ich habe jetzt die Information, wie gut ich jetzt gerade brauchte. Später, falls ich dann wieder mal mich mit dem Thema beschäftige, dann gucke ich halt wieder in den Strom und da werden die aktuellsten Sachen und die Dinge, die früher auch schon mal vorbeigekommen sind, jetzt aber wieder neu aufgegriffen werden, immer wieder vorbei strömen oder fließen. Und deswegen ist der Strom eigentlich eine ganz schöne Metapher für das Suchen und das Verfolgen von Informationen im Netz. Ein ganz wichtiger Dienst, um aktuelle Informationen und Trends zu verfolgen, ist Twitter. Und am besten gehen wir mal rüber in Twitter, um Ihnen das so ein bisschen zu erklären. Twitter ist ein Dienst, der es ihr ermöglicht, ist ein Dienst, der es mir ermöglicht, sogenannte Tweets aufzusetzen. Tweets sind kurze Beiträge, die nur 140 Zeichen haben dürfen. Das ist im Endeffekt wie eine Art SMS. SMS ins Netz. Und die schicke ich halt im Gegensatz zu einer SMS nicht einfach an irgendwie eine Person, sondern ich schicke die SMS. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Workshop in Zürich zu, wie ist das nicht? Ich den tweeten und dann würde das losgeschickt in die Welt und all die Leute, die mir folgen, die bekommen dann diese Nachricht bei sich in so eine Timeline hinein. Ich sehe hier auch Leute, die hier getwittert haben in die Folge und hier sieht man gerade so ein bisschen das. Es ist relativ spät in der Nacht und deswegen sind jetzt eher die Amis am Zug. Und was jetzt besonders interessant für die Informationssuche ist, ist, dass ich Twitter auch zum Suchen nutzen kann. Und wenn ich wissen möchte, was wird momentan aktuell zu Google getwittert, dann gebe ich einfach Google ein und dann kommen hier ganz viele Tweets zum Thema Google. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie jetzt ein Thema haben, was spezieller ist. Ich habe zum Beispiel, ich beschäftige mich mit einer Statistiksoftware, Open Source, R heißt die, und dass die alle, die über R schreiben, die nutzen dieses, diese Abkürzung erstmals. Und da finde ich jetzt ganz, ganz viele aktuelle Tweets zum Thema R. Hier sieht man die Trends, das, was momentan besonders viel passiert oder häufig getwittert wird. Schauen wir mal, gibt es momentan, sind die American Music Awards kommen hoch. Schauen wir mal kurz hier hin. Ja, die laufen wieder gerade scheinbar.
Insofern kriegt man über Twitter, gibt es so Trends, was irgendwie ganz besonders aktuell ist. Aber man kann natürlich auch so seine eigenen Themen suchen und findet dort aktuelle Informationen. Und Sie könnten mir vorstellen, Sie können das nutzen, wenn Sie irgendeinen Wissenschaftler folgen, Manfred Spitzer. Dann kriegen wir hier aktuell das, was zu Manfred Spitzer gebracht wird. Und insofern kriegt man da immer aktuelle Informationen darüber, weil immer irgendjemand dann doch bei bekannteren Personen dann doch, wo die gerade sind, was die gerade machen. Also zum Beispiel hier aktuell das Thema Multitasking im Internet und Manfred Spitzer sagt, dass man damit sich eine Aufmerksamkeitsstörung an den Hals holt. Genau, das wäre zum Beispiel auch ein sehr schönes Thema, um das mal hier im Seminar durch zu diskutieren. Also Twitter ist nicht der Chat, sondern ist vor allem ein Dienst, um aktuelle Informationen zu finden, aber auch natürlich eigene Sachen, Informationen zu verbreiten. Hat den großen Vorteil, dass es halt sehr kurz ist und dass man deswegen ein richtiger Blogeintrag wird relativ lang, das ist ja selber und Twitter kann man mal schnell. Und es gibt halt bestimmte Möglichkeiten, mit anderen in der Interaktion zu treten. Zum Beispiel mit Thomas Bernhard können Sie im Grunde antworten auf einen Tweet von ihm mit @thbernhard oder mein Account ist KDW, @KDW, dann können Sie auf Tweets von mir antworten. Sie können direkte Nachrichten schicken, das geht aber nur, wenn man sich folgt gegenseitig und durch die Verwendung von Hashtags, das sind im Grunde so kleine Labels an den Nachrichten, damit können Sie das auszeichnen, dass das zu dem Thema gehört. Twitter hat unserer Meinung nach große Potenziale in der Bildung, weil man informell einfach Lernnetzwerke aufbauen kann zu einem Thema. Man kann sich gut vorstellen, dass man Twitter zum Beispiel auch nutzt in einer Vorlesung oder einem Seminar zum Kommentieren. Und das gibt so Ad-hoc-Netzwerke, weil man ja nur ein gemeinsames Hashtag, also so ein gemeinsames Label braucht. Und häufig kann man es auch so ein bisschen nutzen als einen, so einen, ja, man skizziert kurz was, schreibt das in einen Tweet rein und kann es nachher sich dann nochmal reflektieren, genauer in einem vielleicht längeren Blogeintrag. In einem Seminar oder Vorlesung könnte man tatsächlich Tweets nutzen, dass die Studenten Fragen während des Seminars oder während der Vorlesung stellen und man sie dann zwischendurch immer mal durchliest. Also dazu kann man sogenannte Twitter Wars nutzen. Ja, gucken wir mal. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Veranstaltung, die Erstsatz heißen würde. Dann kriegen wir halt hier eine Seite, wo man alle Beiträge zu dem Thema Erstsatz findet. Wir müssen mal, ja, genau. Das heißt, wenn man sich vorstellt, das wäre jetzt eine Vorlesung, dann würde man jetzt alle Beiträge zu dieser oder Fragen von den Studierenden zu dieser Vorlesung finden. Dann könnte man während der Veranstaltung einfach mal kurz reinschauen und dann die Fragen beantworten, ohne dass man irgendwie groß was konfiguriert hat oder so. Man würde einfach nur so ein Hashtag an die Tafel schreiben und sagen, liebe Studierende, tweetet doch einfach mit diesem Hashtag. Und gut, Kollaborations über Länder hinweg möglich, klar. Jeder Dienst im Internet ermöglicht das. Man muss sich halt nur auf eine Sprache einigen. Das war ein ganz kurzer Überblick über Twitter. Twitter ist meines Erachtens ein sehr spannender Dienst und ist sehr vielfältig einsetzbar und
Wir sind ganz gespannt, was Sie sich überlegen dafür, was man mit Twitter machen kann. Okay, vielen Dank. Tschüss.